Herzlich willkommen auf meinem Kanal zur kritischen Begleitung des Glaubensbuches der Zeugen Jehovas mit dem Titel Glücklich für immer. Ich heiße Martin und Gott möge dir auch heute seinen Segen beim Zusehen und darüber nachdenken schenken. Die 57. Lektion heißt: Was ist, wenn ich eine schwerwiegende Sünde begehe? Dies ist das zweite Video zu diesem Thema und wir starten gleich mit der Seite 238, das Thema vertiefen. Fehler einzugestehen bringt sicher Erleichterung, jedoch sollten wir auch dort unsere Fehler eingestehen, wo es Sinn macht. Hier wird der Zeuge schnell wieder, das sehen wir ja auch in dem Bild, zu den Ältesten gelotst, damit diese ihm helfen, alles in Ordnung zu bringen. Diese sollen Jehovas liebevolle Hilfe sein, diese Ältesten, und das haben wir aber im ersten Video deutlich widerlegt. Nicht, dass man mich missversteht, wer mit Schuld und Sünde nicht allein zurechtkommt, braucht einen geistlichen Bruder bzw. bei einer Frau eine geistliche Schwester, die beim Kampf zur Seite steht. Ich würde einer Schwester jedoch nicht raten, alles mit den Ältesten zu bereden. Beim Bekennen von Sünde und Schuld begibt man sich nämlich automatisch auch in die Hände dessen, der mir das Schuldbekenntnis abnimmt. Was sagt aber der Herr Jesus, wenn Schuld und Sünde vorkommen im Leben? Schauen wir uns mal Matthäus 5 ab Vers 23 an. Da heißt es: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe. Jesus macht deutlich, selbst wenn man merkt, dass jemand anders etwas gegen mich hat, soll das miteinander ausgesprochen werden und vergeben werden. Matthäus 18 ab Vers 15, auch das wurde letztes Mal schon angesprochen. Hier ist wichtig, eine Sünde muss dort geklärt werden, wo sie geschehen ist und nicht zu den Ältesten getragen werden. Das steht hier gar nicht. Schauen wir wieder in den Kurs. Auch hier sehen wir wieder diese Bibelstelle von Jakobus 5, Vers 16, die nicht davon spricht, dass bei Sünde man die Ältesten rufen soll, sondern bei Krankheit. Und bei dieser Begegnung kann man dann auch Schuld und Sünde bekennen, wie es dann auch in Vers 16 im 5. Kapitel des Jakobusbriefs heißt. Hier Jakobus 5. Und dann 16, bekennt nun einander die Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Das bedeutet, auch die Ältesten sollen dir ihre Schuld bekennen. Das wird hier ausdrücklich erwähnt, aber sicherlich nicht gemacht. Ein solches Vorgehen zeigt aber auch, dass man als Brüder auf gleicher Ebene ist. Also wenn auch Älteste dir Schuld und Sünde bekennen. Nun kommt ein sehr trauriges Kapitel, das manche schon in den Selbstmord getrieben hat. Es geht um das Thema Gemeinschaftsentzug. Ich hoffe, dass du noch nicht getauft bist. Wenn dies nämlich geschehen ist, trifft gegebenenfalls der Gemeinschaftsentzug auch voll auf dich zu. Solange du nicht getauft bist, greift dieses Mittel nicht. Wir sehen, beim Gemeinschaftsentzug wird derjenige aus der Versammlung ausgeschlossen. Man darf keinen Umgang mehr mit ihm haben und niemand aus der Versammlung darf mit ihm sprechen. Also hier wird es deutlich gesagt. Nun schauen wir die Bibelverse an und denken darüber nach, denn diese Bibelstellen sind wie so oft einfach gekürzt, um dir nur den Gedanken im Kursbuch nahezubringen. Wir lesen aber die beiden Stellen im Zusammenhang. Hier 1. Korinther Kapitel 5 und zwar die Verse 1 bis 13. Überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei, und zwar eine solche Hurerei, die nicht einmal unter die Nationen vorkommt, dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgebläht.
und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte weggetan wird. Denn ich, zwar dem Leib nach abwesend, aber im Geist anwesend, habe schon als anwesend geurteilt, den, der dies so verübt hat, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr einen neuen Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem, der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Hurern Umgang zu haben, nicht durchaus mit den Hurern dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Soweit? Was ist denn die Schuld, die Paulus anprangert, bei der er sich wundert, dass dieser noch nicht ausgeschlossen wurde? Es ist eine Sünde hier, die nicht mal die Umwelt akzeptiert. Dieser Christ hat sich die Frau seines Vaters in sein Haus geholt. Diese leben öffentlich in einer wilden, eheähnlichen Gemeinschaft miteinander. Es ist somit eine öffentliche Hurerei besonderen Ausmaßes. Vers 2. Jeder hat es gesehen und keiner trägt Leid, dass dies in dieser Weise geschieht. Nun kämpft Paulus, dass die Gemeinde, und zwar nicht allein die Ältesten, die Gemeinde diesen offensichtlich der Sünde hingegebenen Bruder aus der Gemeinde hinaustut. Dabei führt Paulus nicht ein neues Verfahren der Gemeindezucht ein. Es gilt weiter, was in Matthäus 18 steht. Erst einer, der ihn auf die Sünde anspricht, dann zwei bis drei und dann die ganze Gemeinde. Dann wird die Gemeinde ihn gegebenenfalls ausschließen. Gleichzeitig warnt Paulus, dass wenn ihr einen solchen offensichtlich sündigen Menschen bei euch behaltet, dann wird dieser die ganze Gemeinde anstecken und auch sündigen. Ja, das mit dem Sauerteig. Paulus nennt nun in Vers 11 verschiedene Sünden, die es unmöglich machen, in der Gemeinde zu sein. Diese Dinge müssen unbedingt angesprochen und gegebenenfalls die Menschen, die diese Dinge tun, beständig tun, aus der Gemeinde getan werden. Wenn nun Paulus Hurer, Götzendienst, Schmäher, Trunkenbolde und Räuber nennt, dann sind diese offenkundig. Es sind keine, die einmal in diese Sünde gefallen sind, sondern solche, die permanent dies tun, und zwar so tun, dass es auffällt. Dann muss die Gemeinde reagieren und diesen hinaustun und auch keine Tischgemeinschaft haben. Das ist, und zwar, wenn er Bruder genannt wird. Wenn er aber nicht mehr Bruder der Zeugen Jehovas sein will, wenn er das gar nicht möchte, was dann? Wenn er den Glauben aufgibt, soll er dann auch so gemaßregelt werden? Soll er durch die Zwangsächtung wieder zum Glauben gezwungen werden? Das ist doch hier gar nicht zu ersehen. In meiner Zeit als Mitältester in einer Freikirche mussten wir auch ein Paar, das in wilder Ehe zusammenlebte, aus der Gemeinde tun. Es war ein längerer, schmerzhafter Prozess, der viele Stunden des Gesprächs und der Gebete beanspruchte. So wie der Herr Jesus es vorgeschlagen hat, so haben wir da auch als Gemeinde gehandelt. Als alles ausgeschöpft wurde
und das Paar sich nicht nach Gottes Ordnungen verhalten wollte, haben wir in der Gemeinde dann eine Entscheidung getroffen. Wir wollten ihnen noch 2 Wochen Bedenkzeit geben und wir wollten in diesen Wochen für sie beten, aber sie änderten sich nicht. Was sagt dann der Herr Jesus in Matthäus 18, 17? Wenn er, der Sünder, aber auch auf die Versammlung nicht hört, sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Nun, wie geht man denn mit Heiden und Zöllnern um? Was hat der Herr Jesus denn mit ihnen gemacht? Er hat sie weiter geliebt und hat ihnen versucht, in Liebe sie von ihrem bösen Weg abzubringen. Heiden und Zöllner müssen wieder gewonnen werden. Wenn wir sie, dieses Paar, dann in der Stadt sahen, gingen wir freundlich auf sie zu und redeten mit ihnen und sagten ihnen, dass wir für sie beten und dass Gott ihnen Raum zur Buße schenken möge. Jahre später hat dann der Mann mich besucht und sich bei mir bedankt für die Liebe und die klaren Worte. Er ist wieder umgekehrt. Ein weiterer Bibelvers wird hier erwähnt. 2. Johannesbrief ab Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht in das Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Es geht hier nicht um offensichtliche Sünder, sondern um offensichtliche Verführer. Was wird von ihnen gesagt? Sie greifen die Hauptlehre des Christus an. Jesus Christus wäre nicht wirklich Mensch geworden, also ins Fleisch gekommen. Was bedeutet dies? 1. Petrus Kapitel 1, Vers 19, da heißt es, dass wir erlöst sind und zwar mit dem kostbaren Blut Christi als des Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Was bedeutet dies, wenn Jesus nicht wirklich Mensch geworden wäre? Er hätte uns nicht mit seinem Blut erlösen können. Und das andere, was bedeutet dies, wenn er nicht wirklich Mensch geworden wäre? Hier in 1. Petrus 2, 24. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch seine Striemen ihr heil geworden seid. Er hätte unsere Sünden nicht an seinem Leib auf das Holz tragen können. Es geht also um einen zentralen Abschnitt der Hauptlehre, die Erlösung durch den Herrn Jesus, durch seinen menschlichen Körper. Wer dies verwirft, der verliert das, was die Missionare an ihnen erarbeitet haben. Sie verlieren, diese Gläubigen verlieren alles. Nun wird in Vers 9 darauf hingewiesen, hier, dass die Lehre des Christus, das, was wir über Christus wissen, nicht verändert werden darf. Wer weitergeht, so heißt es hier, als das, was schon vorher bekannt war und richtig war, der hat Gott nicht. Er hat alles verloren. Wer aber die richtige Lehre von Jesus Christus hat, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn hier. An dieser Hauptlehre entscheidet sich alles.
Und wer hier aktiv dagegen lehrt, muss von der Gemeinde und den einzelnen Christen getrennt werden. Es geht in diesem Fall um jemand, der sich noch Christ nennt, jedoch einen anderen Christus bringt. Es geht hier nicht um die Auffassung, wie stehst du zur leitenden Körperschaft oder zum Jahr 1914 oder zum Namen Jehova. Diese Bibelstelle darf nicht in der Weise missbraucht werden, dass jegliche Abweichung von der Wachturmlehre Menschen in dieser Weise ausgestoßen werden. Es geht hier um aktive Irrlehrer, die bezüglich der Lehre über den Herrn Jesus und somit über sein Rettungswerk eine veränderte Erkenntnis weitergeben. Sie sind solche, die auch in Galater Kapitel 1, Vers 6 bis 8 beschrieben werden. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Verfluchte Leute, die ein anderes Evangelium verkündigen. Aber was ist denn das richtige Evangelium? Und das hat Paulus in 1. Korinther 15, 1 bis 5 deutlich gemacht. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Und jetzt sagt der Apostel Paulus noch einmal, was er verkündigt hat. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Hier sehen wir das richtige Evangelium, das nach diesem wörtlichen Inhalt geglaubt werden muss, um für Gottes Reich überhaupt gerettet zu werden. Dabei sehen wir, dass das Opfer des Herrn Jesus im Mittelpunkt steht. Auch sein körperlicher Tod sowie seine körperliche Auferstehung gilt zu glauben. Leider gehen bei der Auferstehung die Zeugen einen anderen Weg und verleugnen hier die fleischliche Auferstehung des Herrn Jesus, der ja dem Thomas die Wunden gezeigt hat, die durch die Nägel in seinen Körper eingegraben wurden. Die Wachturmgesellschaft selbst hat mit der Fleischwerdung zwar keine Schwierigkeiten, aber mit der Fleischbleibung. Sie glaubt, dass Gott den Fleischesleib von Jesus weggenommen hat, aber das nur nebenbei. Ich hoffe, dass ich dir, lieber Kursschüler, die zweite Meinung zu den Bibelstellen aufzeigen konnte. Forsche selbst, wie die Leute von Beröa, und schau genau hin, ob sich das auch so verhält. Sei es bei meinen Videos oder auch bei dem Kursbuch. Du siehst schon hier in dem Teil, wo es um Gemeinschaftsentzug geht, dass dies fundamental ins Leben der Gläubigen eingreift. Deshalb brauchst du auch eine gute Grundlage, um es auch richtig beurteilen zu können. Das dritte Video ist schon in Arbeit. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Tschüss!